Ich weiß nicht, was du persönlich glaubst, wer wahrscheinlicher erfolgreich ein Unternehmen gründen wird oder andere Projekte erfolgreich umsetzen. Ist es die Person, die mehr Selbstvertrauen hat oder die Person, die weniger Selbstvertrauen hat? Sicherlich wirst du sehr schnell auch der öffentlichen Meinung oder weit verbreiteten Meinung dich auch anschließen, dass die Person, die mehr Selbstvertrauen hat, auch erfolgreicher sein wird. Ich persönlich glaube es natürlich auch, dass das der Fall ist. Nicht, weil die Person wesentlich besser und kompetenter ist, sondern weil sie sich überhaupt traut, anzufangen, zu beginnen und dadurch zu lernen. Und da geht es in diesem Video auch heute darum, wie du dein Selbstvertrauen steigern kannst. Nicht damit du ein besserer Mensch wirst als alle anderen, sondern damit du dich überhaupt traust, die ersten Schritte zu tun und deinen Weg zu starten, Kurs Richtung Ziel. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Gründer und Unternehmer, sondern auch Coach, Trainer, Berater, also Spezialist für das Thema Erwachsenenbildung. Und ich habe mehrere tausend Leute in den letzten 20, 25 Jahren begleitet. Ganz am Anfang bei der Bundeswehr, wo ich als Ausbilder für die Grundausbildung tätig war, bis hin später als Trainer, als Coach und Leiter eigener Vertriebsabteilung und nun als Geschäftsführer mehrerer Unternehmen. Überall um mich herum sind Menschen und gerade in meinem eigenen Unternehmen erwarten meine Mitarbeiter, mein Team, meine Geschäftspartner auch, dass ich funktioniere. Meine Kunden erwarten von mir, dass ich aus ihrem Problem auch Lösungen mache. Und wenn ich das Vertrauen in mich selbst nicht habe, nun, welche Überzeugung tragen dann meine und teilen meine Mitmenschen? Die sind dann auch nicht überzeugt und vertrauen mir schließlich auch nicht. Und die Konsequenzen sind natürlich klar. Also es ist relevant als Unternehmer ein hohes Maß an Selbstvertrauen auch zu haben. Und die gute Nachricht ist, wenn du das noch nicht hast, dann zeige ich dir heute ein paar Schritte, wie du das aufbauen kannst. Um zu verstehen, wie Selbstvertrauen ganz früh schon angelegt wird, aber auch später gesteigert werden kann, möchte ich dir einige Studien und Untersuchungen geben. Zunächst am Menschen, also bei Kindern und ihren Elternhäusern. Im Beispiel A sehen wir in der Studie eine Familie, ein Elternhaus, was funktionell nicht gestört ist. Das heißt, beide Elternteile sind vorhanden und beide Elternteile glauben an das Kind, an die Fähigkeiten, an die Eigenständigkeit und bieten ein sicheres Umfeld. Der Vorteil ist, dass dieses Kind in den Untersuchungen dann großen Mut hat, auch den Rahmen des Elternhauses zu verlassen und die Welt zu erobern. Das Kind ist also mutiger, das Selbstvertrauen ist stärker und selbst bei Niederschlägen, bei Misserfolgen weiß das Kind, dass es immer wieder einen sicheren Hafen hat, nämlich das eigene Herkunftssystem, die eigene Familie, das eigene fördernde Elternhaus. Auf der anderen Seite haben wir die Vergleichsfamilie, also eine funktionell oder strukturell gestörte Familie, wo es vielleicht nur einen Elternteil gibt und wo dieses Elternteil eben nicht diesen sicheren Hafen, das fördernde Umfeld bietet. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass dieses Kind sich ganz wenig nur traut, das Elternhaus zu verlassen, nur wenig traut, die Welt zu erobern, Neues zu machen, sich Risiko auszusetzen. Es bleibt also ein ängstliches Kind, was wenig Selbstvertrauen hat. Beim zweiten Beispiel geht es um Flusskrebse. Man hat also Flusskrebse untersucht, wie weit sie ihr Revier ausdehnen und fremdes Gebiet erobern. Beim Flusskrebs 1 hier, Buchstabe C, wurde beobachtet, dass der andere Krebse getroffen hat und dann gibt es in der Regel die Revierkämpfe und der hat in diesen Revierkämpfen gesiegt. Und mit jedem weiteren Sieg hat der Krebs dann mehr Mut gehabt, sein Revier weiter zu verlassen und zu erobern. Es bedeutet also positive Referenzerfahrungen im Umgang mit Schwierigkeiten und Problemen führen dazu, dass das Selbstvertrauen steigt. Der zweite Flusskrebs, Nummer D, der hat seine Höhle verlassen und gleich einen Flusskrebs getroffen, der ihn besiegt hat. Folglich hat er eine negative Referenzerfahrung sehr früh tatsächlich eingesammelt und damit war das Selbstvertrauen sehr gering. Und dieser Flusskrebs, nun, der hat kaum noch seine Höhle verlassen. Was können wir also daraus lernen als erste wichtige Regel von vielen weiteren, die ich mit dir heute teilen werde? Die erste wichtige Regel ist, dass du dir ein förderndes Umfeld selbst erschaffst oder suchst, wenn du es nicht von deinem Elternhaus mitbekommen hast. Die wenigsten Menschen haben ein positives, konstruktives, förderndes Elternhaus, wo alle an dich glauben und dich voll unterstützen. Aber das Gute ist, je erwachsener du wirst, desto mehr kannst du das selbst gestalten. Du kannst also tatsächlich dein Umfeld austauschen. Ich persönlich habe das mehrfach in meinem Leben erlebt.
Bei jedem großen Berufswechsel, ob das dann der Wechsel von der Schule zum Beruf war oder von der Armee zur Polizei oder von der Polizei in die Selbstständigkeit, habe ich jedes Mal mein fast vollständiges Umfeld austauschen dürfen. Denn ich habe gelernt, dass die Menschen um mich herum eine entscheidende Wirkung dafür haben, wie weit ich mutig bin und welches Selbstvertrauen ich habe, um in die Welt hinauszugehen und meine Projekte umzusetzen. Das hört sich vielleicht ein wenig hart für dich an, wenn ich sage, Menschen austauschen. Natürlich habe ich das am Anfang nicht probiert. Vielmehr habe ich es versucht, die Menschen zu überzeugen und mit auf meinen Weg zu nehmen, bis ich dann verstanden habe, dass ich andere Menschen nicht verändern kann. Die einzige Person, die ich tatsächlich verändern kann, bin ich selbst. Und das, was dann übrig blieb, nun, das war mir die Menschen zu suchen, die sich auch entschieden haben, erstens sich selbst ändern zu wollen und zweitens ähnliche Wege zu bestreiten. Jetzt weißt du vielleicht auch, warum der Beruf des Coaches oder weshalb auch Mentoren so gefragt sind. Denn beides sind Menschen, die sich voll auf deine Stärken, auf deine Zukunft, auf dein Entwicklungspotenzial, also auf die Person konzentrieren, die du sein kannst oder sein wirst. Also entweder du suchst dir neue Freunde, suchst dir neue Umfelder, neue sportliche Umgebung, neue berufliche Umgebung oder vielleicht sogar ein Coach oder Mentor und vielleicht sogar mehrere. Vielleicht macht es Sinn für deine Persönlichkeitsentwicklung, für deine berufliche Entwicklung, für deine Fähigkeitsentwicklung, für dein Verhaltenstraining, für deine Persönlichkeit und Identität, spirituelle Themen und für deine Partnerschaft, Sport und Ernährung jeweils einen Coach, Trainer oder Berater zu suchen. Verboten ist es sicherlich nicht. Es bedarf nur dann auch deiner Bereitschaft und deiner Fähigkeiten und deines Potenzials auf die Gegenleistung zu bringen. Beim zweiten Schritt, also aus der Erkenntnis der Flusskrebs-Erfolgstheorie, ist es deine Aufgabe, dir möglichst viele Projekte und Teilschritte oder Disziplinen zu suchen, wo du die Chance hast, kleine Erfolgsschritte zu feiern. Ich habe es hier im zweiten Schritt beschrieben, deshalb mit Baby-Steps-Erfolge. Das bedeutet, du setzt dir Aufgaben täglich als Ziel, die du mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch meistern wirst. Wenn du das schaffst, dann geht es dir genauso wie dem Flusskrebs hier unter dem Buchstaben Cäsar. Das heißt, jeden Tag sammelst du kleine Erfolgsbausteine, die sich in deinem Unterbewusstsein abspeichern und dein Selbstvertrauen stetig steigern. Und das Geheimnis liegt also hier nicht eine große Aufgabe, ich gründe ein Unternehmen und bin Millionär oder ich werde sofort morgen einen Lebenspartner ansprechen und gleich übermorgen verheiratet haben und in 3 Tagen oder 3 Wochen Kinder zu haben. Das funktioniert biologisch schon gar nicht, aber wird dich auch frustrieren. Die Kunst besteht also, möglichst kleine Erfolgsschritte aus deinem Gesamtplan herauszuarbeiten und darüber auch Buch zu führen, dass du sie tatsächlich erfolgreich zu Ende gebracht hast. Das Ziel ist also bei Baby-Steps-Erfolgen, dass du jeden Tag 5, 10, 20 kleine Erfolge aufschreibst. Das geht natürlich nur dann, wenn du erstens Ziele hast für deine persönliche, für deine spirituelle Entwicklung, für deine Gesundheit, für deine Identität, deine Werte, deine Überzeugung, für deine Fähigkeiten, die du erwerben willst, für dein Verhaltenstraining, für dein soziales Netzwerk, deine Reputation, deine Bekanntheit, aber auch deine beruflichen Kompetenzen, deine Unternehmung, deine Karriere und natürlich auch für deine Vermögen, deine Besitzverhältnisse, für deine Verwaltung, aber auch für deine Belohnung, für deine Hobbys, deine Reisen, deine Abenteuer und zu guter Letzt dein Selbstmanagement, Zielzeit, Projekt, Aufgabenmanagement, dass du dafür dir Ziele setzt und kleine Teilschritte, also Teilaufgaben, so rausschälst, dass du jeden Tag 5, 10, 20 kleine Aufgaben abhaken kannst. Dann wirst du der Flusskrebs Nummer 10 und kein Gebiet erscheint zu groß, kein Risiko zu groß, als dass du dich traust, mit deinem gesteigerten Selbstvertrauen es anzupacken. Der dritte Aspekt, mit dem du dein Selbstvertrauen stetig steigern kannst, indem du dir selbst Partner suchst, mit dem du Reflexions-, Orientierungs- oder Sondierungshalte auch durchführst. Also regelmäßige Meeting, wo du dann evaluierst, also auswertest, was du dir vom letzten Mal zu heute vorgenommen hast, was du erreicht hast, um kleine Baby-Steps-Erfolgshäkchen zu machen, aber auch zu sondieren, welche Stärken und Ressourcen du entwickelt hast, aber wo es vielleicht auch noch darum gilt, fehlende Ressourcen oder Fähigkeiten zu erarbeiten. Also hier gilt es, auf die Metaebene zu wechseln, so wie ein U-Boot, was kurz auftaucht, um zu gucken, wo es ist, bevor es untertaucht und weitergeht. Solche Sondierungs- oder Reflexionshalte mit Partnern, das sind in der Regel auch gute Coaches oder Mentoren. Oder wenn du mit anderen Unternehmern dich triffst, dann auf einer Art Intervisionsebene sich gegenseitig auszutauschen, zu reflektieren und zu befruchten. Der vierte Aspekt ist dann das Ergebnis, das konstant Lernen und Wachsen. Denn das Prinzip in der Natur, das ist alles
was lebt, tatsächlich auch wächst. Das bedeutet, jede Pflanze da draußen wächst, Tiere wachsen, alles ist in Bewegung. Und das, was nicht mehr wächst, ist meistens ziemlich tot. Und auch dein Gehirn ist genauso auf Wachstum ausgerichtet wie deine Muskeln, deine Knochen, deine Bänder, deine Sehnen. Also alles ist ständig im Prozess des Wachsens oder des sich Erneuerns. Und das gilt auch für dich, deine Fähigkeiten, deine Kompetenz, aber nach außen hin auch deine Beziehung. Nicht umsonst heißen viele Sprüche wie das Lernen oder das sich Entwickeln ist wie Rudern gegen Strom. Wenn man aufhört, dann wird man vom Fluss dann zurückgetrieben. Und in der freien Wirtschaft ist es nicht anders. Wenn du dich nicht weiterentwickelst, werden es deine Mitbewerber dann auch nicht tun? Wahrscheinlich werden sie dich dann ganz einfach überholen. Und während du dann mit deinem Prozess und deinem Standard, den du heute hast, auf der Stelle trittst, wird links und rechts werden Menschen, Mitbewerber, Unternehmen sich weiterentwickeln und deinen Platz einnehmen. Nichts anderes passiert im Wald. Wenn dort ein Baum nicht schnell genug wächst, dann wird er von anderen Bäumen verdrängt. Die Sonne wird dann abgegriffen und unten gehen die kleineren Bäume ein. Beim fünften Aspekt, dem quotalen Denken, geht es darum, einfach zu akzeptieren, dass nicht alles immer gelingt und dass nicht alles immer sofort gelingt. Ein kleines Kind steht auf, will laufen, aber fällt hin. Und das passiert einige Male, wahrscheinlich 100, manchmal bis 1000 Male. Aber irgendwann wird es das Laufen gelernt haben und so ähnlich ist es auch beim Aufbau deines Selbstvertrauens oder verbundener Fähigkeiten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einfach Projekte und Vorhaben, die scheitern, also die nicht tatsächlich am Markt funktionieren, die vielleicht zu früh sind, weil der Kunde noch nicht am Markt bereit ist oder wo die Technologie noch nicht reif genug ist. Deshalb macht es Sinn, quotal zu denken. Es bedeutet, etwas häufig genug zu versuchen und auch mehrere Projekte zu starten. Wenn du alles auf eine Karte setzt und die fällt um oder wird zerstört, dann ist auch dein Selbstvertrauen zerstört. Deshalb lade ich dich ein, deine wichtigen 5 bis 10 Lebensbereiche jeweils mit 3 bis 5 Zielen pro Jahr zu versehen. Ruckzuck hast du schon mal 50 bis 100 Ziele. Und das hat den Vorteil, dass vielleicht 10, 20 nicht erreicht werden, aber 80 vielleicht schon. Und das wiederum baut dein Selbstvertrauen auf. Zusammengefasst also, such dir Menschen, die an dich glauben, die stärkenorientiert sind, die den Mut haben, dich weiterzubringen, die richtigen Fragen zu stellen und an dich glauben. Setz dir aber auch kleine Baby-Step-Erfolge aus der Vielzahl deiner Projekte, die du im quotalen Denken dann herausstellst. Also hab den Mut, viele Ziele gleichzeitig anzugehen, viele Projekte gleichzeitig aufzuschreiben. Dann hast du mehr Gelegenheiten, über Baby-Steps-Erfolge dein Selbstvertrauen zu nähren. Als nächstes achtest du darauf, dass du viele gute Reflexionspartner hast. Nicht nur einen, sondern für jedes Spezialfachgebiet, für jeden Lebensbereich vielleicht einen Mentor, Coach oder Berater. Und dann entscheidend ist, dass du weiter wächst, denn die Natur ist ausgelegt auf Wachstum. Das, was lebt, das wächst. Das, was stillsteht, ist meistens ziemlich tot. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dein Unternehmen durch diese Phasen oder dein Team oder dich selbst durch diese Phasen zu bringen oder ein förderndes Umfeld aufzubauen und regelmäßige Reflexionspartnertermine, dann lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir bei der X-Group haben nicht nur Unternehmensberater und Steuerberater und Anwälte oder Marketingfachleute im Team, sondern auch viele gute Coaches, die dich auch persönlich begleiten. Denk daran, dass du persönlich das Limit bist deines unternehmerischen Erfolgs. Und denk auch daran, dass du heute die Entscheidung triffst, wie groß und stark dein Selbstvertrauen in einem Jahr, in 2 Jahren oder in 5 Jahren ist. Also triff heute die Entscheidung, auch für dein Selbstvertrauen einen Entwicklungsplan zu machen. Nicht nur einen Businessplan für ein Unternehmen, nicht nur einen Reiseplan für deinen Urlaub, sondern einen Selbstvertrauensaufbau- und Errichtungs- und Erhaltungsplan. Gerne also kannst du jetzt das Video liken, den Kanal abonnieren, die Glocke betätigen und unter dem Video findest du dann deinen Link für ein kostenfreies Erstgespräch. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Aufbau deines Selbstvertrauens. Dein Daniel Schäfer.